Und hi zusammen, mein Name ist Daniel, Eigentümer von Skamidan Skateschule und Skate Shop aus Weil am Rhein in Deutschland. Viele von euch haben mich gefragt, ob wir das Inline-Skaten auch einfach auf Slipschuh laufen übertragen können. Und ja, das können wir. Heute zeige ich euch wie. Und deswegen fangen wir jetzt an mit der Serie, wie beginne ich das Schlittschuhlaufen? Los geht's! Wie immer schauen wir uns zuallererst die richtige Körperhaltung an. Denn mit der richtigen Körperhaltung wird das Eislaufen zum Kinderspiel. Zudem wärmen wir uns beim Üben der Körperhaltung bereits auf und gewöhnen uns auch schon langsam an das Eis. Die Körperhaltung können wir entweder direkt auf dem Eis oder vorab mit normalen Straßenschuhen üben. Wir stellen uns also hin und achten darauf, dass unsere Füße seitlich nah beieinander und möglichst parallel zueinander stehen. Zudem setzen wir einen Fuß weiter nach vorne, sodass sich die Ferse des vorderen und die Zehen des hinteren Fußes ungefähr auf gleicher Höhe befinden. Dies gibt uns eine höhere Stabilität und vermindert somit die Gefahr, dass wir nach vorne oder nach hinten kippen. Stelle dir einmal vor, jemand würde dich von hinten schubsen, dann würdest du einen Ausfallschritt nach vorne machen und in einer ähnlichen Fußstellung landen. Neben der Fußstellung ist aber auch die allgemeine Körperhaltung sehr wichtig. Hier legen wir unseren Fokus auf die Knie und die Schultern. Beginnen wir mit den Knien. Wie in jeder Form des Skating ist es enormst wichtig, tief und vor allem richtig in den Knien zu stehen. In unseren persönlichen Kursen vor Ort sehen wir immer wieder, dass viele beim in die Knie gehen anfangs den Po sehr weit nach hinten hinausstrecken und den Rücken zu stark beugen. Um diesen Fehler und dem somit falschen Bewegungsablauf vorzubeugen, achten wir nun einmal auf unsere Unterschenkel. Denn gehen wir richtig in die Knie, dann sind diese keinesfalls gerade. Nein, unsere Unterschenkel gehen schräg nach vorne, sodass sich unsere Knie oberhalb unserer Zehenspitzen befinden oder noch weiter vorne. Unseren Oberkörper beugen wir nur leicht nach vorne, sodass unsere Schultern, unser vorderstes Knie und die Zehen unseres vorderen Fußes ungefähr eine gerade vertikale Linie bilden. Gehen wir dann noch tiefer in die Knie, dann drücken wir lediglich unsere Knie noch weiter nach vorne, sodass unsere Oberschenkel eine beinahe waagerechte Haltung annehmen. Unser Rücken bleibt hierbei aber eher in der Ausgangshaltung, während sich unser Po jederzeit oberhalb unserer Fersen befindet. Okay, das war jetzt etwas viel Theorie für den Anfang. Aber nun versuchen wir einmal in dieser Haltung zu wippen, also immer wieder tief in die Knie zu gehen, um uns dann wieder langsam nach oben zu drücken. Hierbei achten wir darauf, dass wir unsere Knie bzw. Beine zu jeder Zeit gebeugt halten. Wir strecken unsere Beine nie komplett durch. Um die Körperhaltung auf Schlittschuhen zu üben, stellen wir uns entweder direkt auf die Eisfläche oder in der Nähe einer Wand, um uns anfangs festhalten zu können. Für die ersten Schritte auf dem Eis ist es anfangs nicht falsch, sich irgendwo festhalten zu können. Hiermit meine ich nicht, dass wir uns festhalten müssen. Einzig und allein, dass wir es könnten, gibt uns Sicherheit. Somit haben wir weniger Angst und lernen dadurch schneller. Bei den ersten Schritten ist es wichtig, sich mit dem Eis vertraut zu machen, um nach und nach ein Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Deshalb versuchen wir anfangs gar nicht unbedingt richtige Schritte zu machen, sondern unsere Füße lediglich nach vorne und nach hinten zu bewegen. Wir rutschen mit unseren Schlittschuhen also immer wieder nach vorne und nach hinten und versuchen dabei etwas tiefer in die Knie zu gehen und leicht zu federn. Zunächst testen wir verschiedene Bewegungen, um uns mit dem ersten Schlittern auf dem Eis vertraut zu machen, und sobald wir soweit sind, beginnen wir mit den ersten richtigen Schritten. Dies heißt, dass wir ab sofort unsere Füße anheben. Wir stellen jeweils einen Fuß schräg auf das Eis, um uns mit diesem von hinten nach vorn abzustoßen und zu beschleunigen. Während wir uns abstoßen, versuchen wir den anderen Fuß möglichst gerade in Fahrtrichtung auf dem Eis zu halten. Denn je direkter der Schlittschuh zur Fahrtrichtung zeigt, desto schneller gleiten und desto weniger Kraft benötigen wir. Anfangs ist es nicht falsch, wenn wir uns an einer Wand oder ähnlichem festhalten.
sich seitlich festzuhalten, verändert jedoch die Körperhaltung, wodurch wir das Eislaufen nicht richtig lernen können. Deshalb versuchen wir auch einmal, auf das offene Eis zu gehen, um es dort, ohne uns seitlich festzuhalten, zu versuchen. Fühlen wir uns auf dem offenen Eis unsicher und benötigen anfangs noch etwas mehr an Stabilität, so können wir jederzeit einen besseren Eisläufer fragen, ob uns dieser bei unseren ersten Schritten stützen und somit helfen kann. Gar kein Problem. Alternativ kann man auf sehr vielen Eisbahnen aber auch kleine Kästchen, Schlitten, Wagen oder ähnliches ausleihen. Mit diesen meine ich die kleinen Hilfsmittel, an welchen wir uns festhalten können, während wir über das Eis gleiten. In diesem Fall verwenden wir hierfür ein kleines Hockeytor. Während wir uns daran festhalten, können wir nämlich noch besser auf unsere Füße und auch auf unsere Knie achten. Wie wir sehen, sind die Knie stets so weit nach vorne gebeugt, dass sich diese oberhalb unserer Zehenspitzen befinden. Bei jedem Schritt bzw. jedem Auftreten dämpfen wir leicht ab, indem wir dabei jeweils nochmals kurz tiefer in die Knie gehen. Wie wir auf den Schlittschuhen Kurven fahren, wie wir damit sicher bremsen können und viele weitere Dinge schauen wir uns in anderen meiner Videos noch im Detail an. Aber es ist trotzdem gut, wenn wir es an diesem Punkt schon einmal versuchen, leichte Kurven zu fahren und auch erste Bremsversuche unternehmen. So, und hier können wir nochmals sehen, wie wir uns im optimalen Fall auf dem Eis bewegen sollten. Anstatt mit den Füßen eine V-Bewegung zu machen und somit mit beiden leicht nach außen zu skaten, versuchen wir den vorderen Fuß bzw. Schlittschuh immer gerade zur Fahrtrichtung aufzusetzen und so einfach und easy zu gleiten. Nachdem wir nun die ersten Schritte mit Hilfestellung bewältigt haben, ist es Zeit, ohne diese auf das Eis zu gehen. Hierfür fangen wir mit langsamen Schritten an. Denken an die gerade gelernte Körperhaltung und werden nach und nach etwas schneller. Anfangs neigen wir oft dazu, bei höheren Geschwindigkeiten weniger tief in den Knien zu stehen und eine leichte Rückenlage einzunehmen. Je schneller wir fahren, desto extremer wird die Rücklage, bis wir stürzen. Um eine solche Rücklage zu verhindern, ist es anfangs hilfreich, beide Hände übereinander zu falten und auf dem vorderen Knie abzulegen. Wir legen die Hände aber nicht nur ab, sondern bringen auch etwas Gewicht darauf, so dass wir uns sozusagen auf unserem Knie abstützen. Hierdurch beugen wir uns nämlich automatisch mit dem Oberkörper nach vorne und verhindern damit die Rücklage. Ja, später benötigen wir das selbstverständlich nicht mehr. Nun versuchen wir auch schneller zu skaten, ohne dass wir uns mit unseren Händen auf unser Knie stützen. Und das üben wir so lange, bis es klappt und wir uns sicher fühlen. So, in der Regel schauen wir immer nach vorne, und zwar dorthin, wohin wir skaten wollen. Hin und wieder schauen wir aber auch nach unten und achten darauf, dass unsere Knie unsere Zehenspitzen verdecken, wir also in der richtigen Körperhaltung sind. Ist dies der Fall? Perfekt! Jetzt können wir bereits Schlittschuh laufen. Nach und nach werden wir immer sicherer, bis wir anfangen uns so richtig frei zu fühlen. In den nächsten Schritten heißt es dann, uns dem Kurvenfahren, dem Bremsen, dem Stürzen und vielen weiteren Techniken zu widmen. Und das machen wir gerne gemeinsam in den nächsten Videos meiner Tutorial-Reihe. Wir lernen das Schlittschuhlaufen. Benötigst du in der Zwischenzeit noch etwas an Ausrüstung, zum Beispiel eigene Schlittschuhe, Schützer, LEDs oder anderes Zubehör, dann schau gerne bei uns im Shop bzw. Showroom vorbei oder auch in unserem Webshop. Aber jetzt heißt es, bis dahin, macht's gut, euer Daniel.